Du hast mich wieder. Das ist sogar direkt vor der Eingangstür sozusagen. Die sieht man sogar von da hinten. Nicht schlecht. Traut es seinem Glück allein. Juhu. Okay. Tag 13. Bäh. Und jetzt schaut es euch an. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ja. Ja, du wirst ein Gemüsebeet. Aber nicht so. Und das war's mit der Schaufel. Ich habe genug geschaufelt. So. Okay, jetzt mal ernsthaft. Wie viel. Boah. 50 Millionen Stein. Das war schon mal nicht schlecht. Wir haben es rechtzeitig zurückgeschafft. Ich freue mich zutiefst. Und jetzt mal ohne Scheiß. Danke, dass ihr alle dabei wart. Ich habe mich im Endeffekt nach oben gegraben. Und das beste Zeug, das gab es halt bei uns unterm Haus direkt. So. Da 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 da. So. Stein kann man schmelzen? Hier unten. Mal schauen. Geht das? Nein. Ne? Doch. Tatsächlich doch. Ich war, als ich gerade, als ich ihn rausgenommen habe. Na gut. Lass mal ein bisschen Stein schmelzen. Wie auch immer. Ja, wie auch immer, lass mal sagen. Wie auch immer stehen. So. Ordentlich Eisen. Stein. Ohne Ende Stein. Das ist der Wahnsinn. So, die Schaufel, die tue ich mal hier rein. Die Spitzhacke auch. Um sie später reparieren zu können. Ja, was für eine Ausbeute. 11. Leiter. 11 Blei bei dem ganzen Spaß. So, 161 Pfeile. Oha, das war knapp. Vielleicht sollte man das Essen wieder auffüllen. Aber zuallererst, ohne Spaß, muss ich mal kurz aufs Dach und die Aussicht genießen. Und zwar Richtung Mine. Glücklicherweise hergestellt. Übrigens, der Wald hier ist selbst gepflanzt. Das ist ein selbst gepflanzter Wald. Okay, und Tag 14. Wie man Sachen repariert, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ich glaube, es ist so. Sachen, die du gelernt hast, die kannst du reparieren, so wie die vermehrt eine Frucht. Du meinst was anpflanzen? Warte, das zeige ich gleich. Also sowas wie die Steinschaufel. Da kannst du nach oben drücken, da geht's hier auf Reparieren. Hier. Aber das funktioniert nur mit Sachen, die du schon gelernt hast, sozusagen. So. Hier kommt noch ein Sniper-Podest hin. Nochmal so zwei Blöcke nach links und nach rechts und noch eine Treppe nach oben. Da kann man schön runtersnipen später mal. Ist ja gut, was ist denn los? Ist dem heiß? Hat er Hunger? Ist dem kalt? Eigentlich nichts. Dem geht's eigentlich ganz gut, so gesehen. Ja gut, was zu essen könnte er brauchen, vielleicht. Aber wir haben eigentlich noch ein bisschen Fleisch da. Okay, und wir warten eigentlich auf Tag 14. Es ist eigentlich voll die bescheidene Hütte hier von mir. Zwei Stockwerke, ein bisschen was. Habe ich nicht hier im ersten Stock auch eine Tür raus? Hier. Quasi hier, quasi zur Verteidigung. Natürlich habe ich Bock. Ich habe immer Bock. So wirklich. So. Aber ich habe mich jetzt wirklich die ganze Zeit hochgegraben. Ich muss eigentlich in die Mine.
Nach Tag 14 müssen wir wieder reingehen. Aber nach dem ganzen Gegrabe, ich muss kurz aufs Klo und mir einen Red Bull holen. Bitte nehmt mir das nicht böse. Bis gleich, Leute. Ich bin gleich wieder da. Ein, zwei Minuten oder so. Ja, sage ich dann gleich, wenn ich wieder da bin. Eine Sekunde. So, Leute, da bin ich wieder. Dankeschön für das Gespräch. Alter, ist ja gut. So, jetzt würde ich sagen, ich sammle mich immer erstmal wieder kurz. Was war eigentlich der Plan? Ach ja, aufräumen. Nein, nicht wirklich. Aber ich glaube, Wasser wäre ja nicht schlecht. Schaffen wir das noch? Knapp. Knapp einmal kurz Wasser holen. Müsste gehen, bevor es Nacht wird. Und dann haben wir noch einen Tag übrig. Das Gute an der Mine ist, falls es Nacht werden sollte und ich bin da drin, kann ich Richtung Haus laufen und dann müssten eigentlich diese Viecher alle meine Spikes reinlaufen. Eventuell. So, der Fluss ist schön neben dran.
Na, so. Pause. So. Das mit dem Minenloch, das war ja ein Griff ins Klo. So. Genau. Anpflanzen war der Plan, da haben Sie recht. Das heißt, einmal kurz hier wieder ins Haus. So, jetzt haben wir genug mit Maiskolben. Jetzt gibt es erstmal ein schönes Fleisch als. So, okay, einen Moment. Wir haben doch eine Hake gefunden. Noch eine Sekunde. Der Plan ist, ich möchte eigentlich die Nacht überleben, Tag 14. Und dann möchte ich eigentlich an einen bestimmten Wegpunkt hier hin. Hier gab es eine Base, da bin ich vorbeigelaufen. Die möchte ich mir eigentlich nach Tag 14 mal anschauen und erkundigen, weil wir brauchen übelst viel Zeug. So, anpflanzen, 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 anpflanzen. Anpflanzen. Wir hatten doch hier irgendwo eine Hake mal bekommen. Das Problem ist, es ist noch total unaufgeräumt. Hier. So. Mit der Hake. So. Einen Moment mal kurz das Wasser verarbeiten. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Frisches Wasser haben wir schon. Okay. So. Frisches Wasser machen. So. Mit der Hake. Mit der Hake. Kannst du hier so ein Beet machen? Vielleicht noch hier. Kriege ich das doch hier an die Seite. So. Muss ich das hier noch einmal auffüllen mit Erde? So. Und so. Ich glaube, so viel zum Anpflanzen habe ich gar nicht da, aber zum Zeigen habe ich mal eine Salatkartoffel. So, dann nimmst du die dann her. Einfach zack. So. Ich guck mal, vielleicht habe ich noch ein bisschen was anderes da zum Anpflanzen. Mal sehen. Ja, natürlich habe ich was anderes da. Und zwar einen Popos voll Mais. So, daraus machen wir mal Maissamen zu 2, 3. 5 Stück, glaube ich. So. Maissamen. Aber jagen ist besser. Jagen ist wirklich besser wie anpflanzen. Na. Na, 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 na. Na. Ach, Mist. Ah, hier. Hier haben wir einen. Hier haben wir einen. Ne. Ich glaube, dafür ist der Platz ein bisschen zu klein. Da muss ich was anderes anpflanzen. So, in der Mitte muss ich, glaube ich, sowas wie Blaubeeren anpflanzen oder sowas. So. Einmal Sand, einmal Stein. Die Hälfte kann ich auch mal hier aufräumen zu dem anderen Stein. Pflanzen. Pflanzen, 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 pflanzen. Ich muss das unbedingt mal ordnen. Ich kann auch irgendwie eine Schrotflinte bauen und weiß nicht, wie das geht. Das muss ich noch alles rausfinden. So. Die hätte ich unten gebraucht übrigens. Na gut. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es eigentlich gar nicht mal so übel gewesen. So. Diese Spikes hier. Ach, das bleibt einfach so, wie es ist und dann wächst es. Einfach lassen. Vielleicht kann man auch Wasser drüber schütten. Oh, ich probiere mal was aus. Geht es vielleicht? Ich habe doch hier. Ich habe irgendwo Kacke. Ich habe wirklich Kacke gefunden. Kann ich damit düngen? Das weiß ich selber nicht. Das muss ich mal probieren. Vielleicht musst du die Dinger gießen oder düngen. Ich weiß es selber nicht so genau. Wo haben wir sie denn? Kacke, Kacke, Kacke. Kacke? Keine Kacke. Doch da, Kacke. Hier, 4 Stück. Mal sehen, ich bin dann noch nie auf 3 gegangen.